Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. In der heutigen Episode werden wir Schatzjäger. Und dafür müssen wir uns mal ein Stück hier verziehen. Irgendwo piept's hier. Wir müssen nämlich nach... Wo hatten wir das? Nicht Helivina, sondern irgendwo hatten wir es hier gehabt, ne? Er hat es gefunden. Hundertprozentig. Summerswell suchten wir. Ah, Summerswell. Warte, nein. Wir könnten... Ach. Soll ich Kronkorken sparen, indem ich zuerst... Ach, nach. Kein Bock. Ich habe keine Lust, jetzt Umwege zu machen. Wir gehen jetzt hier hin. Ja gut, ich habe ja gestern Fragen gestellt, ob mein Charakter vielleicht mit dem Level, den er ist, schlecht ausgerüstet ist. Ich habe nichts Negatives gehört, von daher denke ich mal, es ist alles in Ordnung. Ja, wir gucken mal. Ich habe da noch eine Sache geplant. Vielleicht kriegen wir die heute hin. Mal gucken. Scheiß Katze. Muss sie auch immer kuscheln, ey. Mieses Subjekt. Kennt ihr das, wenn ihr eure Katze seht und einfach nur denkt, oh, flauschig? So geht's mir jeden Tag. Aber er ist ein Arsch. Nur seine Flauschigkeit ist halt gut. Eine schöne Flauschigkeit. Und er lässt sich einfach nicht streicheln. So. Wir sind in Summerswell angekommen. Da ist auch ein Supermutant da. Aber das ist ja gar kein Problem. Das ist hier irgendwie so eine kleine Kackbretze. Die können wir einfach so töten. Miete. Dem leistungsstarken Viech hier. Ist das ja... Warte. Oh, ich habe noch einen Raketenwerfer dabei. Habe ich meine 10mm? Ich habe meine 10mm kaputt gemacht, oder? Ach, verdammt! Oder habe ich sie abgelegt? Ah, kann sein, dass ich sie abgelegt habe. Hä? Hattest du nicht gerade viel weniger Leben? Oh. Aber keine Munition mitgenommen. Ja, die Folge läuft gut momentan, muss ich sagen. Hier, komm. Sturmgewehr, wobei nein, ich spare die Munition. So. Schöner Headshot. So. Wir gucken mal. Waldschatzkarte. Wir haben Summerswell. Richtung Norden. Okay. Norden ist da. Aber hier verlassen wir doch Summerswell. Das heißt, wir müssen auf die andere Seite höchstwahrscheinlich, ne? Ja, ich denke, wir sind auf der falschen Seite. Okay, das heißt, wir gehen jetzt Richtung Süden. Das ist ja gar kein Problem. Die haben ja nicht mal irgendwie eine Waffe gehabt. Schade. Lohnt sich gar nicht, die zu looten. Okay, dann schlagen wir uns mal durch auf die andere Seite. Wir müssen einen Bus finden. Da ist ein Bus. Könnte leichter sein als gedacht. Ah, fehlt noch. Es fehlt einfach nur noch ein Schalldämpfer. Und dann geht's mir gut. Oh. Dann ist das nämlich auch schon eine starke Waffe. Okay, ich weiß nicht, ob das so wirklich das ist, was wir suchen. Nee, der muss vom Schild Summerswell sein. Was? Achso, ich dachte, das wäre eine Powerrüstung. Hä? Was explodiert da? Du hast bestimmt Munition für mich. Es könnte der sein. Obwohl, wir gucken ja Richtung Norden. Ah, hier ist auch noch ein Bus. Und da ist das Schild. Perfekt, wir haben es gefunden. So, easy going. Das kriegen wir easy hin.
Warum nehmen wir noch ein bisschen Holz mit? Brauchen wir noch für einen Erfolg? Falls man das so nennen darf, war da nicht gerade ein Roboter? Wieso sind das streuende Katzen? Habe ich Halluzinationen oder so? Ihr habt die Katzen auch gesehen, oder? Sagt mir bitte, dass ihr die Katzen auch gesehen habt. So, ja, da an der Ecke. Hier muss das sein. Ah, da. So, Elfenbeingriff. Single-Action-Revolver-Bauplan. Medical. Naja, gut, das. Nichts Großartiges. Und vor allem ist das bekannt. Wieso habe ich zwei davon? Gut, das hat sich schon mal nicht gelohnt, aber wir haben die Karte gefunden. Und das war leichter als gedacht. Beim letzten Mal hatte ich ja ein bisschen mehr Probleme. Ja gut. Wir hatten hier wirklich zwei richtig gute Punkte mit dem Schild von Summersville und dem Bus. Da konnte man nicht viel falsch machen. Okay, dann kann ich schon Plan Nummer 2 machen. Und zwar lasse ich mich heute leiten von meinen Abonnenten. Und ich habe quasi noch eine Schatzkarte. Und ich versuche, die mal nachzulaufen. Aber mit meinem Orientierungssinn in Spielen könnt ihr davon ausgehen, dass ich irgendwo in der Pampa lande. So. Wir haben hier nämlich vom Big Bronx einen Kommentar. wir gehen südlich vom Poseidon-Kraftwerk im Graben. Okay. Ich weiß nicht mal, wo das Poseidon-Kraftwerk ist. Aber gucken wir mal. Poseidon-Kraftwerk. Poseidon-Kraftwerk. Ja gut, da fängt schon mal an. Also, Big Bronx, wenn du mal eine Schatzkarte machen möchtest, musst du auch sagen, wo das Poseidon-Kraftwerk ist. Ich weiß nicht mal, ob wir es gefunden haben. Kraftwerke. Warte, Ich frag mal meinen persönlichen Assistenten. Poseidon Kraftwerk voller 76. Gibt's davon eine Karte? Okay, ich glaube, ich hab's. Es muss ja. Ist das Poseidon-Kraftwerk? Ich weiß ja nicht. Ich glaube, mein Assistent hat mich gerade angelogen. Coca-Cola? Poseidon-Energy-Kraftwerk. Okay, perfekt. Was ist hier denn los? Okay. Wir gehen zum Poseidon-Energy-Kraftwerk. Ich weiß nicht, ob es mehrere gibt. Hier steht VW06. Wenn es noch mehrere gibt, dann Big Bronx, enttäuscht du mich an dieser Stelle. So, also, südlich vom Poseidon-Kraftwerk, im Graben. Ein Monster von Grafton. Okay. Ich werde gucken, ob ich das finde. Ich kann nichts versprechen. Vor allem, okay, was machen wir dann? Dann nach Nordwesten durch das Flussbett. Okay. Also ich will auf jeden Fall das Grafton-Monster finden, von wem er da spricht. Hey. Gebt mir eure Erfahrung. Okay, wir gehen. Südlich vom Poseidon-Kraftwerk. Ja, es ist hier unten im Graben. Okay, wir gehen einfach mal nach Süden. Im Graben. Das ist der Graben, oder? Also, das sieht für mich aus wie ein Graben. Ich glaube, ich habe sie aufgeschreckt. Ja, also, ich muss sagen, deine Beschreibung ist ein bisschen bescheiden. Ich laufe einfach mal den Graben entlang, Richtung Südwesten. Und hoffe, dass ich hier ein
Kräftemonster finde. Aber ich weiß ja nicht. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass hier nichts sein wird. Es ist genau die gleiche Problematik wie damals mit der Schatzkarte, wo es so wirklich detailliert drin stand, was ich machen muss. Und ich es nicht gecheckt habe, weil ich zu dämlich bin. Aber das ist doch ein Graben, oder? Oder definiere ich das jetzt falsch? Ich weiß auch gar nicht, ob er im Graben sein soll. Okay, jetzt sind wir aber schon beim Coca-Cola-Kraftwerk. Also sollte es auf jeden Fall kein Tourismusbüro betreiben. Jedenfalls nicht, wenn du annehmen musst, dass ich da irgendwas machen möchte. Und es ist so scheiße neblig, dass ich nie mehr was sehe. Ich wette, der steht gerade vor mir und ich sehe ihn einfach nicht. Dann gehen wir hier einfach über die Brücke Richtung Süden. Ich meine, ich bin wahrscheinlich schon längst am falschen Ort. Aber laufen wir trotzdem mal lang. War ich da hinten schon mal? Das ist andere Spieler. Hallo Jungs, 148 und 248. Oh, das ist ein Zuhause von denen. Das wollte ich jetzt nicht. Guck mal, das ist Zuhause von denen. Hey! Ei! Na? Zeig ich mal hier, was ihr hier habt. Es zeigt Richtung Wasser, okay. Dann finden die schon mal das Wasser. Nifredilrosen, was auch immer das heißt. Aber ich sollte den vielleicht mal winken. Hallo? Darian? Es geht. Yay. Guck mich hier nur um. Darf ich die Tür hier öffnen? Nein. Okay, schade. Ach, richtig schön. Alter Schwede. Nice, nice, nice. Kann man sich hier umsehen oder wollt ihr einen töten? So, kommt man hier hoch? Aha. Moment, ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Ich weiß, wie ihr das macht. Okay. Ich benutze eure Gitarre, ja? Ich glaube, damit geht's leichter. Wie er da einfach hochspringt. Der Kranke. Ich glaube, man braucht einfach eine gewisse Sprunghöhe, die ich nicht habe. Was ist denn nur los? Wieso bin ich so langsam? Ich bin verkrüppelt! Wieso bin ich verkrüppelt? Achso, ich bin überladen. Ist ja gut. Ah, die Tür ist offen. Sie haben mir aufgemacht. Darf ich reingehen? Richtig cool. Das sieht so aus, als würde es wehtun. Ja. Ja, geil! Geile Nummer. Hier ist auch abgeschlossen. Hier ist ja alles abgeschlossen. Und die Tür sitzt nicht richtig, Jungs. Da müsst ihr noch mal ein bisschen dran arbeiten. Ach, die ist offen. Oh, cool. Milchautomat. Wie lange die wohl hier gearbeitet haben daran? Na gut, der ist 200 irgendwas. Eines Tages werden wir auch so eine hübsche Basis haben. Ich spiele nicht wirklich gut. Ja, danke, dass ihr mich aufgemacht habt. Ich werde euch jetzt mal kurz winken. Haut rein. Nice Basis erstmal. Und haut rein. Ja, cool. Wie auch die Frau und so. Nice, hat mir gefallen. Naja, wir gehen einfach mal weiter. Echt nette Basis, muss ich sagen. Wenn ich mal so viel Zeit in meine Basis stecken würde. Junge, Junge, Junge. Aber ich habe da... Ich habe da einfach nicht so viel Geduld drin, sagen wir es mal so. Das ist genauso wie wenn ich Minecraft spiele. Ich spiele momentan Minecraft auf meiner Switch, wenn ich zur Arbeit fahre und... ja.
Ich baue Gebäude, aber ich baue nichts da drin. Also ich baue nur die Gebäude. Inneneinrichtung ist mir immer zu viel, keine Ahnung. Es sind so immer Details, auf die ich keinen Bock habe. Ja gut, wir haben das Krafton-Monster nicht gefunden, was uns Big Bronx beschrieben hat. Ist ein bisschen schade, aber naja. Wir gehen gleich auf jeden Fall Richtung Süden. Nochmal weiter. Einfach nur, um zu gucken, was da so Schönes gibt. Aber ich habe hier doch was gefunden. Direkt mal gezeigt, wer hier der Boss ist. Und den Boss umgebracht. Hey! In den Rücken. So sieht's aus. Wo hast du den Knüppel herbekommen? Landwirtschaftliches Zubehör. Levis and Sons. Habe ich eigentlich einen Nahkampfwaffe dabei? Hatte ich nicht irgendwie einen Schläger oder so? Wieso lege ich ständig meine Sachen ab? Ich weiß es nicht. Manchmal bin ich komisch. So. Was war das? Achso, Impro-Repetierer. Der ist jetzt nicht so wichtig. Mais. Hä, wieso ist nur eine Maisschone dran? Wer macht denn so einen Scheiß? Achso, ich habe sie alle gleich gepflückt. Ah, ich verstehe. Oh, ich habe nicht mal Müll dabei. Na ja, gut. Komm, gehen wir Richtung Süden. Was soll's. Jetzt kann ich wenigstens wieder was sehen. Im Graben. Ja, da geht das. Das hier übrigens ist ein Berg und kein Graben. Also, da wird es höchstwahrscheinlich nicht sein. Aber ich muss sagen, die haben sich da echt eine gute Location für ihre Hütte ausgesucht. Aber die sieht ja auch richtig gut gebaut aus. Ich meine, guckt es euch an. Das sieht so aus, als würde dieses Gebäude wirklich in Fallout existieren. Hey, richtig gut gemacht. Richtig gut. Ich bin richtig neidisch, Leute. Ich bin richtig neidisch. Guckt es euch an. Aber hart. Weißt du nicht, was die da machen? Wahrscheinlich chillen sie da ein bisschen. Haben ein bisschen Spaß. Also ich vermute mal, du meinst, dass das Kraftmonster hier irgendwo sein soll. Bei mir ist leider keins. Vielleicht haben sie sich da auch angesiedelt, um ständig das Kraftmonster irgendwie... Ja, keine Ahnung. Abzufangen. Naja, schade. So viel zu Big Bronx. Was hat er noch geschrieben? Dann Nordwesten durchs Flussbett. Obwohl, das könnte auch ein Flussbett sein. Könnte auch ein Flussbett sein. Falls das überhaupt die richtige Location ist. Also wenn es mehrere Poseidon-Kraftwerke gibt, dann haben wir jetzt hier ein kleines Problem. Und dann, ja, verkackt. Wir gehen einfach mal hier die Straße hoch und gucken. Wir werden auf jeden Fall nochmal ganz kurz nach neuen Quests gucken. Nur für die Fall der Fälle, dass wir gleich an einer Quest vorbeilaufen. Haben wir da schon wieder irgendwas? Nö, ne? Das ist einfach nur allgemein. Ah. Dann gehen wir da gleich hin. Wir gehen nur mal kurz hier hoch und dann können wir direkt weitermachen. Weil die Folge schon fast vorbei ist. Ah, ich erinnere mich. Hier war ich schon mal. Aber ich habe hier kein Kraftmonster gesehen damals. Das einzige Kraftmonster, was ich kenne, was wir mal erledigt haben, das war halt hier oben. Hier. In diesem Bereich. Ich glaube, da haben wir ihn hier in den Bergen getroffen. Ja, wir gehen auf jeden Fall mal kurz noch den Weg hier hoch. Seid ihr friedlich? Nein. So, stampfen wir auf jeden Fall noch die Munition. Also, ich nehme mal an, dass das hier das Flussbett ist. Wenn das das Kraftwerk ist, dann gehen wir ja hier Richtung Süden, ne? Graben. Vielleicht ist das ein Ort.
Kann auch ein Ort sein. Es muss nicht unbedingt der Graben sein, sondern es könnte der Graben sein. Was haben wir denn hier so Schönes? Mal ein bisschen Zeit ziehen hier, Freunde. Muss auch mal sein. Ein Gartenzweck, den man leider nirgendwo hinstellen kann. Das finde ich schade. Das Klemmbrett kann ich auch nicht mitnehmen. Oh. Wieso nicht? Ein bisschen Loot zumindest. Nichts gravierend Geiles, aber egal. War ich nicht. Ah, das sind Schüsse. Ich dachte, wer spielt da so laut Musik? Ein wilder Ghoul. Gehen wir mal hier lang. Graben. Oder gibt es hier einen Ort in der Nähe? Grimmsteinbruch. Nö, es gibt keine Location. Wir folgen mal hier den Schienen. Komm, wir werden diese Folge noch nutzen und uns hier mal ein bisschen umsehen. Es ist ja immerhin unser, ja, Zuhause, das Gebiet unseres Zuhauses. Bist du am Leben, Junge? Will ich hoffen. War das Kräftemonster jetzt die riesige Bestie oder der Teleporter? Weil wenn es der Teleporter ist, haben wir ihn hier schon mal gesehen. Monster von Grafton. Aber das Monster von Grafton war der Teleporter. Weil den kann ich doch nicht töten. Das wüsste ich, wenn ich das könnte. Ja komm, da sind noch ein paar Gebiete, gehen wir da hin. Bevor wir dann wieder in der nächsten Folge den Ernst des Lebens weitermachen. Ich weiß nicht, wenn ich irgendwo hochgehe, nenne ich das nicht graben. Es sei denn, er meint, dass da irgendwer gräbt. Dann könnte das eventuell irgendwie... Nein. Ich kann es mir nicht zurechtlegen, es tut mir leid. Ich versuche es mir zurechtzulegen, aber es geht einfach nicht. So, das kommt mir hier bekannt vor. Ah. Die Grubenhauer. Oh, das Auto explodiert gleich. Jetzt soll ich nochmal einen Schuss auf die Grille machen. Ah, scheiße. Lauf nicht weg. Ja, toll, der ist weg. Das muss doch unglaublich laut sein. Na gut, zumindest fast ein Level up. Das wird aber schnell und gemütlich hier. Ist hier noch einer in der Nähe, der mir irgendwie Erfahrung geben möchte? Headshot, Junge! Falls das überhaupt geht. Na gut, aber die Erfahrung haben wir mal mitgenommen. Was haben wir denn da? Das Runtergehen ist so eine Qual. Ne, ist nur die Würmchen. Ich bin gespannt auf jeden Fall, was du heute in die Kommentare schreibst, Big Bronx. Wahrscheinlich schreibst du dann da A0. Ich meine natürlich nicht das Kraftwerk, sondern ich meine das andere richtige Kraftwerk. Was ist das hier? Ah, ein kleiner Vergnügungspark. Waren wir hier nicht schon mal? Camden Park. Falsche Identität. Schließe dich Mr. Fuzzys Thema an und amüsiere dich im Camden Park. Ihr seid ja wohl schon auf einem anderen Level hier, ne?
flüstert mir doch ins Ohr. Hey, hey, meins. Kriegst du nicht, mein Freund. So, was begibt dich zum Haupteingang? Ja, wo ist der Haupteingang? Was ist jetzt meine Aufgabe hier? Melde dich zum Dienst. Ich glaube, da ist jemand drin, den ich befreien muss. Wow. Ah, hier ist noch ein Safe. Zumindest habe ich mehr als 31 Haarklammern. Das habe ich schon mal geschafft. So, Kultistendoll. Ja, eigentlich nur Scheiße. So, komm mal her, mein Kleiner. Sie wissen, dass alle anderen Bots im Park verrückt sind. Darum handle ich nur mit Menschen. Ja, willst bestimmt das hier haben, ne? Und das rechte Holzbein. Und das Raiderlaser. Und hier, den habe ich auch gefunden. Der ist gratis. Plus ein Beweglichkeit. Ja, das behalten wir das. Ich sage nicht, dass Sie etwas vom Park stehlen sollten. Aber ich hätte Haarklammern im Angebot. Der war gut. Ich gebe es zu. Hier kriegst du 5 von. Oh, den ganzen Scheiß nicht. Nimmt sich eh nicht. Kaffee brauche ich auch nicht. Hier die Gummibonbons sind noch für dich. Komm. Das habe ich seit unzähligen Folgen bei mir im Inventar. Und ich gebe da jetzt einen Scheiß drauf. Diesen Handelsposten errichtet. Ich wünschte, sie hätten einen anderen Ort gewählt. So, hier kriegst du davon noch ein paar. Redway brauche ich eh nicht so viele. Redway verdünnt sowieso nicht. Ja, komm, hier, nimm. Scheiß drauf. Sie sollten ihre Kronkorken gegen Munition eintauschen. Die Währung des Todes. Währung des Todes? Er ist auch ein bisschen durch, oder? Ja, cool. Was hast du denn so im Angebot für mich, mein Freund? Ich habe nämlich jetzt 1300 Kronkorken. Hatten wir nicht mal 2000? Ich glaube schon. Die Responder hielten einen alten Park für einen guten Treffpunkt. Der hat sie wohl angelockt. Bewegungsunterstützer für die Baggerrüstung, ne? Ja, nehmen wir mal. Können wir unsere Baggerrüstung ein bisschen hier aufrüsten? Guckt euch das an, was es alles dafür gibt. Crazy shit. Oder freut mich. Das Sind freut Sie mich. Zum Spaß hier? Dann kaufen Sie ein paar Zerstörungswerkzeuge. Ich will mich hier nicht im Park aufbauen. So. Okay, was soll ich jetzt hier machen? Melde dich zum Dienste. Hier ist nix. Zum Preis. Hi. Ach, jetzt ist da plötzlich eine Quest. Oh, Freunde, ich sehe schon, wir sind mittlerweile ein bisschen out of time. Wir töten also noch diese Verwandten. Ah,
Habe ich noch mal eine Schrotflinte? Natürlich nicht. Lauf doch nicht weg. So. Hat nicht gesagt, dass alle Roboter verrückt sind? Seien Sie gegrüßt, geschätzter Besucher. Willkommen im Camden Park. Oh, Moment mal. Sind Sie das? Tut mir leid, aber meine Gucker funktionieren nicht optimal. Na los, ziehen Sie sich um und melden Sie sich an. Sie sind spät. Ich habe sogar schon den Boss Ihre wegen angelogen. Klar, der Computer hat natürlich den Boss angelogen, ne? Ist ja ganz klar. Gut, Freunde, ich würde sagen, dann ziehen wir morgen uns die Kleidung an vom Park. Und dann werden wir hier mal ein bisschen Spaß haben. Haut rein, euer Zero. Tschüss.